Jasmin hatte diese Woche, glaube ich, ein Erlebnis und wollte da gerne was darüber berichten. Jasmin. Ja, hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ist an? So, hallo, guten Abend, ich bin Jasmin. Ich sehe wieder einige neue Gesichter hier. Möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, doch nochmal kurz was zu mir zu sagen. Ich bin examinierte Krankenschwester, habe 1986 mein Examen gemacht, habe insgesamt in diesem Beruf fast 15 Jahre zugebracht, habe dann eine zusätzliche Ausbildung gemacht und habe mich, ja, oder beschäftige mich mit Menschen eben seitdem ich 16 Jahre alt bin und beschäftige mich mit Menschen, Gesundheit, eigentlich auch schon ewig. Speziell mit dem Verhalten der Menschen, was machen die Menschen, wie ticken die Menschen, ja, so seit 10 Jahren. So, und was Rick gesagt hat, ich hatte ein Erlebnis diese Woche, und zwar, ich sehe hier auch so die eine oder andere kleine Maus sitzen, und ich habe eine alte Bekannte getroffen, das kleine Mäuschen ist jetzt so 2 Monate alt, stand eine Impfung an, wir wissen heute, es gibt nicht nur eine Impfung, es gibt gleich eine Mehrfachimpfung. Und ich habe mal als Krankenschwester gelernt, dass unser Immunsystem 10 Jahre braucht, bis es so weit ist, dass es so relativ gut mit der Umwelt klarkommt. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich in so einen kleinen Körper mit Impfung hineingebe, dann ist das schon harter Tobak. Hat einer von euch schon mal gehört, dass es gesundes Quecksilber gibt? Hat schon mal jemand von euch gehört, dass es krankmachendes Quecksilber gibt? Soll ich euch mal den Unterschied zwischen gesundem und krankmachendem Quecksilber erzählen? Krankmachendes Quecksilber ist zum Beispiel, wer sie noch zu Hause hat, diese alten Fieberthermometer. Wenn das runterfällt, das dampft aus, es ist ein Kontaktgift. Dieses Quecksilber sitzt in den Energiesparlampen. Wenn das ausdampft, wenn die runtergeht, dann ist das krankmachend. Aber das Quecksilber, was ich als Stabilisator in Impfungen habe, das muss ja eindeutig ein gesundes Quecksilber sein. Wenn ich es um Untergehung des Immunsystems in den Körper einbringe und dann noch in so ein kleines Mäuschen, was überhaupt noch nichts vom Immunsystem, da ist noch gar nichts drin an Antikörpern, Abwehrstoffen reinpacke, dann muss das doch gesund sein, oder nicht? Also ich persönlich sage nein, das ist mit Sicherheit schädlich für die kleine Maus. Was hat mir die junge Mama erzählt? Der Doktor hat mir vorsichtshalber ein paar Zäpfchen für Fieber mitgegeben. Wieso kriegt denn das Kind Fieber? Könnte das eine Abwehrreaktion sein? Auf was? Vielleicht auf die Stabilisatoren, die da drin sind? Warum impfe ich ein gesundes Kind, dass es Fieber bekommt? Möchte ich nicht, dass das von diesem Kind fernbleibt? Ich habe eine andere Bekannte, die hat Ängste ausgestanden um ihr Kind. Das Kind war circa 2-3 Jahre alt. Das saß plötzlich in seinem Kinderbettchen. Das heißt, es konnte gar nicht sitzen. Es fiel einfach immer wieder um. Der Kopf fiel einfach nach hinten. Die Mama war total überfordert. Das Kind hat eine Abwehrreaktion gehabt auf die Impfung. Nach genau 24 Stunden nach der Impfung war diese Begleiterscheinung vorbei. Ist das jetzt Zufall oder war es eine Nebenwirkung? Ich selbst bin keine Mama. Aber wenn ich eine wäre, dann würde ich mir Gedanken darüber machen. Ich habe ein gesundes Kind, mein Kind bekommt eine Impfung und dann kriegt es Fieber oder gar vom zentralen Nervensystem her Probleme und kann sich nicht mehr aufrecht halten. Das gibt mir zu denken. Und das möchte ich den jungen Mamas ans Herz legen, sich da nochmal, auch den Papas, sich zu informieren, ob es so günstig ist, sein Kind immer so impfen zu lassen. Ich habe heute die Mitteilung bekommen, eine Person hat uns eine Kleinigkeit mitgebracht zum Thema Impfen. Wer möchte, kann sich das ausleihen, liegt hier vorne eine DVD und auch ein bisschen Schriftwerk. Kurz eintragen, nächste Woche wieder mitbringen und einfach mal informieren. Grundsätzlich ist es so, dass unsere Evolution sich mit unserem Immunsystem etwas gedacht hat. Und wir sind ja nicht so jung, wenn wir die Evolution sehen. Das geht schon eine ganze Weile.
Und ich denke, das Immunsystem ist das stärkste Abwehrsystem, was wir auf unserem Planeten haben. Und anstatt irgendwelche Dinge in die Blutbahn zu geben, anstatt dieses Immunsystem zusätzlich zu belasten, sollten wir es einfach seine Arbeit tun lassen. Und dann macht es das schon ganz wunderbar alleine. Denkt mal so ein bisschen drüber nach, ob ich euch was erzählt habe, was euch bekannt vorkommt und ob euch das ein bisschen weiterbringt. Ich wünsche uns allen noch einen ganz tollen Abend und lasst es euch gut gehen, bleibt allzeit gesund. Lasst euch die Impfen.